Ey, immer hier dieser eine Typ, der sagt, er wird ignoriert. Ja, sorry, ich kann nicht die ganze Zeit den Text lesen und auch den Chat mitlesen. Ich finde das gemein, dass jetzt immer so gesagt wird. Ich schau gerade. Stimmt. Wenn sich jetzt jeder beschwert, dass wir ihre, weil wir die Nachrichten nicht lesen, dann nee. Kümmer du dich um den Chat. Es ist dein Kanal, zum Teufel. Nee, wir machen jetzt weiter. Ich kümmere mich um den Textchat im Spiel. Gut. Was meinen Sie damit? Was meine ich damit? Haben wir dafür einen Sound? Kleine Hündchen. Was meinen Sie damit, genau? Kleine Hündchen. Ja, das meinen wir damit. Okay. Oh, ich schreibe gerade Nü in den Chat. Nü? Ja, wegen Hündchen. H-Ü-N, aber ich hab's gleichzeitig gedrückt. Und dann stand da Nü. Okay, naja, ich verstehe es jetzt besser. Ich bin nicht der Einzige, der heute jemanden verloren hat, der ihm wichtig war. Wer denn? Wen hat er denn verloren? Flammenberg. Weil er jetzt nach Hause gegangen ist. Ja, genau. Obwohl er vorher sagte, aber ich will nicht weg. Und wir haben leider noch jemanden noch nicht da gehabt. Und zwar Laborchef Dr. Klenk. In der Tat. Oh, der muss mit rein. Ja, hab auch gerade wieder in der Tat abgespielt. Also ich glaube an den Prozessor. Er würde nie etwas... Er würde nie gegen etwas wie... verlieren. Ein Prozessor? Nein, das ist nämlich ein technisches Gerät. Das würde nicht gegen Magie verlieren. Richtig. Ja. Diese Hexe hat ihn nur verzaubert, nichts weiter. Wie Emmy damals. Wir müssen also einfach einen Weg finden, um das umzukehren, richtig? Wie bei Emmy damals. Das stimmt. Weißt du, du hast recht, Luke. Wie Emmy damals. Der Professor wird zurückkehren. Ich bin mir sicher. So wie Emmy. Ach nein, doch nicht. So wie Emmy jetzt. Hallo. Deshalb muss ich jetzt nach vorne schauen. So wie Emmy damals. Das ist, was ein Gentleman in Ausbildung tun würde. Oder eine Emmy. Ja, ich verstehe. In Ordnung, lass uns gehen. Richtig. Was ist denn los mit euch zwei? Hier entlang, beeilt euch. Oh, entschuldige. Oh, entschuldige, wir kommen. So wie Emmy damals. Bin ich gespannt, wie das ausschauen wird im Chat, wenn das gleich... So, scheint da schon gewesen zu sein. Ist interessiert, kann. Okay, weiter. Nee, kommt noch. Kommt noch. Wetten. Nein, lies erst mal. Muss erst schauen, warte. Eine Auswahl an Köstlichkeiten ist auf dem Tisch ausgelegt, so wie Emmy damals. Das wird ein neuer Running Gag. Es ist eine Art Schwarzmarkt. Leute verkaufen alles, was sie in die Hände bekommen können. So wie Emmy damals. Ich glaube, jetzt sind die bei der Stelle angekommen mit der kommenden Emmy. Leute, wir müssen uns beeilen. Ihr könnt euch später noch hier umsehen. Okay, so. Eine Hinweismünze, das ist wichtiger gerade. Ich will mal wieder ein Rätsel, das ist schon ewig her. Ja, ne? Ihr könnt euch später hier umsehen. Also suchen wir erstmal nach Hinweismünzen. So. Was sagt der Schornstein? Kein Rätsel. Hallo! Oh! Hallo! Ein Schwupp, sagt er! Luke, sieh dir das an. Ich denke, hier ist ein Rätsel versteckt. Schon dabei, Herr Wright. Aus dem Weg, hier kommt der Spitzenlehrling! Warte mal, Luke. Ich würde gern versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Wirklich, Herr Wright? Alles klar. Viel Glück. Ich warte hier, falls Sie meine Hilfe brauchen. Bis Sie meine Hilfe brauchen. Oh, was ein
Ah, nee, die wieder. Hatten wir das schon? Naja, so ähnlich, glaube ich. Spionage-Experte. Hm. Die Ritter patrouillieren das Gebiet. Ihre Laternen erlauben es ihnen, bis zu 3 Felder weit zu sehen. Es sieht nicht so aus, als könntest du den Rittern einfach folgen, um ihren Laternen auszuweichen. Siehst du einen anderen Weg? Das sollte nicht so schlimm sein. Nee, denke ich auch nicht. Also wir können erstmal nach da. Okay. Ach so. Wenn ich jetzt da lang gehe, dann würde er sich umdrehen und... Moment. Er macht das so. Es gibt 2 Felder rüber und wieder. Ne? Ja, okay, so war das. Dieses Rätsel lässt sich übrigens in... 3 Zügen lösen. Was ist denn das? Ach so, das ist auch was zum... Na, ich dachte schon... Ah, okay. Ah, das kannst du schieben, okay. Das ist ein Schieberätsel. Oh, cool. Oder auch nicht. Warte mal. Kann sein, dass du den Weg jetzt so doof blockiert hast da unten. Warte mal. Ach, jetzt dreht er sich dann um, Mist, dann... Ich mach mal so. Nee, dann dreht er sich auch immer wieder so. Ach man. Okay. Was wäre, wenn... Schwupp. Ach so. Ja gut. Okay, aber er steht immer so. Oh, das ist nicht gut. Ich kann das nicht ändern. Das heißt, wenn ich so mache, dann hat er einen. Gut, ja. dann machen wir es nochmal neu. Ich will das nochmal ganz von vorne. Wenn schon, denn schon. So. Jetzt da lang. Aber ich weiß, wie ich jetzt weitermachen kann. Ich kann es andersrum versuchen. Du kannst den nach links einsperren. Ich kann mir den Weg versperren. Mist. Das will ich ja nicht. Nach links einsperren? Wen? Wo? Wobei. Das ist eine blöde Idee. Ja. Oder was, wenn ich so mache? Nee, doch. Wenn ich so mache, komme ich hier durch. Erstmal. Ich denke... Wo dreht er sich denn um? Dreht er sich jetzt schon um? Nein. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Okay. Ach so, nee, ja, der Zug zählt dann so. Ah. Aber jetzt kannst du. Nur was bringt's? Das ist die Frage. Hä? Wo muss ich denn eigentlich? Ach, ich muss da raus. Ja. Oh, das war mir jetzt nicht klar. Ah, der geht aber relativ weit. Du hättest da bis unten mitlaufen können fast. Da muss er wahrscheinlich noch einen Schlenker links rum machen. Zack. Ui. Oder so. Ja, noch besser. Jetzt ist die Frage. Und tschüss. Ah! Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt bin ich aber eigentlich... Jetzt bist du im Arsch. Jetzt bin ich aber sowas von. Ich komme nicht mehr weg. Ich kann höchstens zurück, zurück, zurück. Ah, dann weiß ich, wie ich es machen muss. Ich mache nochmal neu. Den einen ein... Ja, doch, das war das, was ich vorhin meinte, eben ihn links von der Kiste einsperren. Also den unteren auch. Ja, so. Genau. Und dann geht's auf jeden Fall. Ja. Und dieses Rätsel ist wieder lösbar in... 3 Zügen. Nee, Moment, da wollte ich nicht hin. Ich will einen zurück. So rum. Ja, das ist ja jetzt einfach. Nein? Nicht ganz. Okay, dann... Darf noch ein bisschen spazieren. Jetzt. Und so. Wir haben's! Yay! War doch gar nicht so schlimm. Ne, eben. In diesem Rätsel steckt ein Widerspruch, gar nicht wahr. Wonderbra. Diese Kisten zu nutzen, um den Rittern die Sicht zu versperren, war sehr schlau. Ja, das fand ich auch. Schlersau war das. Kennst du Schlersau? Schlersau? Nee. Kenn ich auch nicht. So, irgendwo ist hier noch eine Hinweismünze, natürlich in dem Schlot. Meine Augen jucken heute irgendwie. Bist du auch so einer von den Allergiekandidaten? Eigentlich nicht, aber die letzten 2, 3, 4 Jahre ist immer so Mitte, Ende Mai jucken die Augen für 2 Wochen. Hey, dies ist ein Werkzeugladen. Gibt's hier irgendwas Nützliches? Nein. Nein. Oh Mann. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Der Besitzer ist nicht hier. Kommen wir morgen zurück.
Nee, der Besitzer ist nicht hier. Klauen wir was! So, wo geht's weiter hier? Noch nie hat eine Hausbeleuchtung so einladend ausgesehen. Ich vermisse Tante Becky und Nora. Ich frage mich, was sie gerade machen. Oh oh. Was machen sie nur? Backen. Wie Emmy. Damals. Zeit fürs Abendessen. Man hat einfach Hunger, wenn man so niedergeschlagen ist. Ja, sein Professor ist vergoldet und er denkt ans Essen. Er ist sehr optimistisch, würde ich sagen. Dies ist diese in einer Ecke des Marktes versteckte Gasse, die Winkelgasse. Ah! Mr. A! Luke, was ist denn los? Entschuldige, Sophie, ich bin nur gestolpert, das ist alles. Über diese verfluchte Katze, nimm das! Heute nicht. Ist das eine Katze? Es war eine Katze. Mal sehen, ob wir sie wieder in den Korb legen können. Wir wollen ja nicht, dass hier noch jemand stolpert. Komm, Kätzchen. Rein in den Korb. Rein ins Körbchen. Diese Gegend ist etwas heruntergekommen, oder? Wie Emmy. Wie Emmy. Wie Emmy damals. Hey ho ho, Junge! Wer schlägt hier denn so einen Krawall? Da kommt jemand, wie Emmy damals. Das ist nicht gerade eine Gegend für Kinder, hei hopp. Sucht euch besser einen anderen Ort zum Spielen. Das ist ein Billhauer. Billhauer, cool. Oh, ihr seid es, hatten wir den schon mal? Vor 30 Parts oder so. Kann sein, keine Ahnung, aber ich finde die Stimme passt dazu. Ja. Hm? Hi ho, hi ho, ich bin Inspektor Gamscho. Du bist doch der Junge von gestern. Ich höre jetzt auf. Okay. Ich höre auf zu lachen, sonst singe ich damit noch was. Ist das ein Bekannter von dir, Luke? Ja. Huchi! Was? Da hat jemand gerade Schleichwerbung gepostet. Schau mal. Nicht nur ein Bekannter, dieser Junge und der Kerl mit dem schwarzen Hut, sie sind meine besten Freunde. Sie haben mir gestern wirklich aus der Patsche geholfen. Die zwei haben mir unter die Arme gegriffen. Das hat ganz schön gekitzelt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also, ich fand's geil. Nein. Keine Sorge, Sophie, dieser Mann ist richtig nett. Hi ho, das ist wahr. Dem alten Billhauer könnt ihr vertrauen. Auf diesen Hauer könnt ihr vertrauen. Billhauer. Hey Junge, wo ist der Kerl mit dem schwarzen Hut überhaupt? Oh, sein Hut ist jetzt golden. Und er auch. Naja, der Prozessor, er... Er rechnet mit dem Schlimmsten. Deswegen ist er auch in einem Rechner. Was auch immer passiert ist, es scheint ja nichts Gutes gewesen zu sein. Wie Emmy damals. Wie wäre es, wenn wir das drin besprechen? Das hier ist nicht zufällig der rote Kelch? Sieht er etwa rot aus? Hi ho, ganz recht. Ich hätte nicht gedacht, dass du solche Orte kennst. Ich wette, du bist ein richtiger... Piep. Nein, nein.
Wir haben nur etwas dort zu erledigen. Hi ho! Oder hatte Gamsho sonst noch irgendeinen Signature-Spruch? Außer Übersichtsplan und Herr Junge? Nee, eigentlich dann nicht, ne? Ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht. Ich wollte dich nur aufziehen, Junge! Das ist echt die passende Stimme für den. Auch so vom Aussehen her, finde ich. Ja.